Welche Vorbilder habe ich im Leben? Eigentlich habe ich kein richtiges Vorbild. Es gibt viele Kollegen, die ich sehr wertschätze. Viele davon auch, die als Pioniere auch uns zum Teil den Weg bereitet haben in meiner Branche. Und ansonsten ist das mit Vorbildern so eine Sache. Also ich versuche da meinen eigenen Weg zu gehen. Also meine Inspirationsquelle ist, ganz viel in der Natur zu finden. Also ganz viele Sachen fallen mir auch wirklich tatsächlich eher beim Spazierengehen oder beim vor mich hindösen im Freien oder so ein. Was mich am Licht am meisten fasziniert, ist so die Tatsache, dass das wie Malen mit Zeit ist. Also man fühlt der Malerei eigentlich eine zeitliche Komponente hinzu, eine Flüchtigkeit. Und das ist eigentlich das Spannende daran.